Das ist eine gute Nachricht für viele Eltern. Ab 1. Juli sollen wieder alle angemeldeten Kinder in Bayern in den Kindergarten gehen dürfen. Das wird auch höchste Zeit. Seit Mitte März sind die Kindertagesstätten jetzt schon geschlossen. Am Ende werden es 3,5 Monate gewesen sein. 3,5 Monate, in denen viele Eltern nicht wussten, wie sie Beruf, Haushalt und Kinder unter einen Hut bringen sollen. Noch dazu, weil man die Kleinen ja nicht mal zu Oma und Opa bringen durfte. Die Schließung der Kindergärten war sicher sinnvoll, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Aber man hätte sie durchaus schon wieder früher aufmachen können. Stattdessen hat sich die Politik entschieden, zehntausende Tests bei Profifußballern zuzulassen, damit die wieder spielen können. Da sieht man, wo die Prioritäten liegen. Seit 25. Mai dürfen Vorschulkinder in Bayern wieder in den Kindergarten. Ab 15. Juni sollen dann auch Kinder folgen, die 2021 in die Schule kommen, und solche, die gerade im Übergang von der Krippe in den Kindergarten stehen. Das wären dann 80% aller Kindergartenkinder ab 15. Juni. Warum nicht gleich alle? So richtig schlüssig kann das keiner erklären. Mit Infektionsschutz kann es jedenfalls nicht viel zu tun haben.